was ich machen muss, also. Tirano kommt als letzter Kandidat heran. Ging hinein, alles ist startklar für Ittlingen. Preis der BBAG Jährlingsauktion haben sich die Boxen geöffnet an der 2400 Meter Marke. Da gab es mal mächtig Gerangel direkt am Start mit Erika und Salasso. Wir konzentrieren uns zunächst auf die Spitze. Weltmeister Montalegre, San Salvador und an der Außenseite Gonora direkt um Positionsverbesserung. Bemüht, wo es zum ersten Mal an Ihnen und direkt am Zielpfosten vorbeigeht. Gonora hat das Kommando, San Salvador, Montalegre an der Innenseite. Dann haben wir eine Fünfergruppe mit Lorette, mit Rosenhill, Weltmeister Salasso. An der Außenseite galoppiert Tirano. Dann sehen wir Fanfaron, außen Licinius, Erika. Vorletztes Pferd ist Great Motive und mit deutlichem Abstand Eskanda am Ende des Feldes. So ging es über den Übergang im Iffezheimer Bogen. San Salvador hat das Kommando, führt vor der Favoritin vor Gonora, Montalegre an der Innenseite, außen begleitet von Tirano, zwischen den Pferden ist es Salasso. Dann die Gruppe mit Licinius, mit Weltmeister, mit Lorette, außen Fanfaron, der wird innen begleitet von Rosenhill. Dahinter sehen wir Erika, Great Motive und Eskanda ist um Anschluss bemüht. Unterhalb des Iffezheimer Emblems geht es mittlerweile weiter. San Salvador hat das Kommando vor Gonora, dann Montalegre, außen davon Tirano, Salasso lässt sich seit dem Start schon ein wenig anfassen, innen Lorette, Licinius, dann galoppiert Weltmeister in ungefähr 8., 9. Position, Great Motive, Erika bleibt mit dabei, Eskanda, Fanfaron am Ende des Feldes. So geht es ausgangs der Gegenseite mittlerweile in den Bogen hinein, San Salvador an der Spitze kann den Takt bestimmen mit Marc Lerner vor Gonora. Philipp Minarik liegt auf der Lauer, Montalegre an der Innenseite, Tirano, dann Licinius, der versucht sich zu verbessern vor Lorette, Salasso, Rosenhill, Fanfaron, dann Weltmeister vor Great Motive, vor Erika und vor Eskanda. Und jetzt geht es vorne so richtig zur Sache. Tirano ist der erste Angreifer auf das Spitzenduo auf San Salvador und Gonora. Montalegre an der Innenseite wartet auf die Passage, Lorette, Licinius lässt sich anfassen und dann Fanfaron, San Salvador ist vorne, Tirano in der Bahnmitte versucht anzugreifen. Montalegre an der Innenseite. San Salvador legt aber zunächst einmal zu gegen Tirano. Innen Montalegre. San Salvador ist vorne vor Tirano. Montalegre an der Innenseite. San Salvador. San Salvador, von dem hatte sein Trainer immer eine Riesenmeinung. Und heute bestätigt er diese hier. Startziel mit Marc Lerner. San Salvador im Handgalopp gegen Montalegre. Und dann Tirano vor Salasso, Lorette, Erika, Fanfaron bis hin zu Licinius. Der vorläufige Einlauf für das dritte Rennen des Tages, Ittlingen, Preis der BBAG Jährlingsauktion. Siegreich war die 6 San Salvador mit Marc Lerner. Zweites Pferd die 2, Montalegre mit Michael Forres. Drittes Pferd die 11, Tirano und das Steffen Hellin. Und vierter für die Viererwette wichtig die 10, Salasso mit Martin Seidel. Vorläufig heißt das also im dritten Rennen des Tages 6, 2, 11 und die 10.